Ja, hallo, herzlich willkommen bei Rushing Fishing 4. Ich bin der Nordrentner und befinde mich hier an der alten Festung bei dem, wie ich meine, mittlerweile bekannten Aalspot bei 3628 auf der Karte hier zu sehen. Und Angel auf Aal. Wie man sieht, ganz rechts eine Grundrute mit Tauwurm, in der Mitte eine Rute mit Frosch, war bis jetzt wenig erfolgreich, und wie ihr seht, habe ich in der Hand die Matchrute und habe mit dieser entsprechend rumexperimentiert, was Angeln auf Aal angeht. War letzte Nacht hier und habe nur mit dieser Matchrute diese drei Aale gefangen. So, was habe ich gemacht? Will ich euch kurz zeigen. Ich habe hier an der Matchrute ein Clip von 7 Metern eingestellt. Gucken wir uns kurz die Montage an. Eine Wecklerpose, 8 Gramm. Warum eine Wecklerpose? Warum Match? Weil diese Pose für mich einfach beim Nachtangeln deutlich besser zu sehen ist. Ein Vorfass, 7,7 Kilo, 20 cm, 6er Haken, Tauwurm. So, ich habe jetzt hier eine Posentiefe von 1,60 Meter. Ich habe rumexperimentiert und habe angefangen hier bei 1,30 Meter. Wenn wir kurz in die Karte gucken, hier 1,5, dann 0,5, also habe ich hier mal 1,30 Meter gewählt. Nochmal zur Verdeutlichung, Clip, 7 Meter, ich werfe aus und 1,30 Meter, die Pose steht einwandfrei. Worum es mir jetzt auch geht, ist dieser Balken. Der wird ja angezeigt beim Auswerfen oder wie hier, wenn ich die Angel in der Hand habe. Ich habe dann auf 1,40 Meter gestellt. So wie jetzt auch. Ausgeworfen. Und jetzt unten die Anzeige bekommen. Jetzt zeigt er das seltsamerweise nicht. Ungewöhnlich. Aber nicht weiter störend. Jedenfalls stand dort dann Grundberührung. Gut, machen wir weiter. Jetzt mal auf 1,45 spaßeshalber. Mal sehen, was mir jetzt anzeigt. Unten der Balken. Jetzt sieht man Grundberührung. Das heißt, bei 1,40 Meter hatte ich keine Grundberührung. Bei 1,45 Meter zeigt er mir an Grundberührung. Das heißt eigentlich nach meinem Verständnis, dass der Wurm unten angekommen ist, aber die Pose steht einwandfrei. Ich würde jetzt einfach, um Aal zu angeln, das Vorfach auf dem Grund ca. 15 cm anzubieten, auf 1,60 Meter gehen. Wieder beim 7 Meter Clip. Man sieht, die Pose steht. Das würde bedeuten, dass hier bei einer Vorfachlänge von 20 cm circa Minimum 15 cm Vorfach auf dem Grund liegen und angeboten wird. So, ich will das überprüfen. Gehe jetzt auf 1,70 Meter. Dann müsste eigentlich die Pose in Schräglage kommen bzw. sich legen. Das probieren wir aus. 1,70 Meter. Ne? Steht immer noch einwandfrei. Gut, gehen wir auf 1,80. Mal sehen, was da passiert. Das heißt, hier könnte ich auch noch 1,70 anbieten. Gehen wir auf 1,80. Ne? Auswerfen. Augenblick warten und da ist das Ergebnis. Die Pose legt sich, das heißt, das Blei. Die Posenbeschwerung hat auch den Grund erreicht und demnach
würde ich also dann hier spaßeshalber mal auf 1,70 Meter gehen. Mal sehen, was die Pose macht. Steht. So. Ablegen. Das würde jetzt bedeuten, dass beinahe das komplette Vorfach auf Grund liegt und angeboten wird quasi wie beim Grundangeln. War mir auch neu, aber wenn man den Balken beobachtet und er mir dann also bei entsprechenden Experimentieren mit der Tiefe dann Grundberührung anzeigt, weiß ich in etwa, welche Wassertiefe oder welche Bodentiefe ich hier nehmen möchte. Will ich also kurz über den Grund anbieten, nehme ich etwas weniger. Hier war es 1,45, kann ich auf 1,40 gehen. Oder wie hier zum Beispiel, ich kann getrost auf 1,70 gehen. Sie steht leicht schräg. Bedeutet aber, wenn der Fisch jetzt den Köder nimmt und abzieht und die Pose abtaucht, hat er quasi schon gebissen. War interessant, kann ich mit leben. Wie gesagt, beim Angeln letzte Nacht war das eigentlich recht erfolgreich. Wie gesagt, nur auf Matchroute. Eine auf Frosch, weniger. Und die dritte auf Tauwurm haben sie gut gebissen. Ich hatte dann noch spaßeshalber mal gewechselt auf Fischfetzen. Allerdings ganz ohne Erfolg. Der Spot scheint hier einigermaßen zu laufen. Es werden nachts also schon Aale gefangen. Soweit gut. Also warten wir ab. Was passiert? Also wenn jemand Pose angeln möchte und meine Tipps beherzigt, kann er sicherlich die richtige Wassertiefe, die er für sein Angeln möchte, ausloten und praktizieren. So, nächstes Thema. Ich angel hier schon seit einiger Zeit ohne Premium. Ich muss feststellen, dass dies also doch schon einige in Anführungsstrichen Nachteile mit sich bringt. Zum einen, das ist eigentlich klar, deutlich weniger Punkte, wenn ich einen Fisch gefangen habe. Zum anderen durfte ich aber feststellen, dass ich trotz diverser Fänge mit der Pose oder Stipprute keine Skillpunkte bekommen habe. Das verhält sich beim Fischen mit Premium deutlich anders. Des Weiteren habe ich also beobachtet, auch bei Rückfragen, dass die Spieler, die Premium haben, nehmen wir als Beispiel das Aalangeln, deutlich mehr und größere Fische fangen. Dies hat nicht unbedingt mit dem verwendeten Gerät oder Skillpunkten zu tun, denn die waren deutlich unter dem, was ich habe, auch in Sachen Gerät oder Skillpunkte, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass hier also mit Premium deutlich mehr Vorteile bestehen. Nicht nur im Skill, sondern eben auch bei der Möglichkeit, entsprechende Fische zu fangen. War mir in der Form so nicht bewusst. Mal gucken, was das hier ist. Das ist der Frosch. Das dürfte wahrscheinlich ein kleiner Hecht sein. Noch Barsch. So. Ja. So, wir haben 11.47 Uhr. Ich nehme die mal raus. Und nehme die ruhig mit Fischfetzen hier rein. So, bremse mal auf 18. Einholgeschwindigkeit voll. So, 7 Meter Clip. Und einfach mal mit raus. Also wie gesagt, deutlich weniger Fische. Gut, das ist ein Early Access Spiel, das heißt auch irgendwo Pay to Win. Jedenfalls eine Art von Pay to Win. Das heißt, bin ich auch bereit für Premium Geld zu bezahlen, erhöht sich nicht nur die Wahrscheinlichkeit, mehr Punkte zu bekommen, sondern aus meiner Sicht auch die Möglichkeit, mehr und größere Fische zu fangen, unabhängig jetzt von der Ausrüstung und den Skillpunkten. War mir so in der Form nicht bewusst, dass es doch so einen in Anführungsstrichen krassen Unterschied macht, ob Premium oder nicht Premium. Insofern bleibt zu überlegen, nimmt man Premium oder nicht. Momentan neige ich, wie Premium zu nehmen, um mich weiterzuentwickeln.
Ich bin jetzt hier seit geraumer Zeit auf Level 27 und ja, schlepp mich so dahin, weil die Ausbeute an Punkten ist also recht mager. Von den Skillpunkten habe ich schon berichtet, gefällt mir auch nicht. Ich fange also deutlich mehr als mit Premium und bekomme keine Skillpunkte. Macht also schon einen heftigen Unterschied aus meiner Sicht, ob Premium oder nicht Premium. So. Das war erstmal von meiner Seite zum Thema Premium. Muss man sich überlegen. Man kann selbstverständlich ohne Premium. Habe ich jetzt auch bald 4 Wochen lang gemacht. Ist schon etwas in Anführungsstrichen quälend, muss ich eingestehen. So. 12.39 Uhr. Momentan ist sicherlich hier keine Arbeitszeit. Ich würde mal sagen, ich unterbreche hier das Video. Und melde mich heute Abend wieder, wenn es denn losgeht in Sachen Aale und wir vielleicht. Ja, hallo. So, wie ihr seht, es ist 18 Uhr und 8 Minuten. Ich befinde mich jetzt nicht mehr direkt beim Aalspot, sondern, ja, den habe ich verhauen, beim Stippen. Stippen mit 2 Stipprouten. Beköderung ist Fliege. Ihr Ziel ist, Frosch und Laube zu fangen. Dazu bin ich einfach nur hier vom Angelspot Aal etwas weiter rüber gegangen. Hier am Steg. Hier Seerosen. Und habe jetzt vor, so gegen bis 22 Uhr ein bisschen mit Fliege zu angeln, in der Hoffnung, den einen oder anderen Frosch als Köder oder Laube als Köder hier noch rauszuziehen. Mein Tass über auf Tauwurm am Aalspot gehen also überwiegend Barsche. Deshalb also hier stippen bis ca. 22 Uhr. Auch wieder nichts. Das ist natürlich der Vorführeffekt, behaupte ich jetzt mal. Ich war vor einigen Tagen hier schon, habe die ein oder andere Laube rausgezogen und an guten Tagen 3, 4 Frösche. Das war okay. Damit versorge ich mich dann eben mit entsprechenden Ködern für das Aalangeln. Aber wir sehen uns gleich beim Aalangeln wieder. Das nur so zwischendurch, was ich so tagsüber treibe. Wie gesagt, hier ein bisschen auf Stippe, um Köderfisch, Frosch und Laube mir zu besorgen. Also, bis gleich. Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück, hätte ich bald gesagt. So, 22.55 Uhr. Bin jetzt hier wieder im Aalspot. Und fangen wir mal an mit der Metroute. Eigentlich wie gehabt. Hosentiefe habe ich hier 1,60 Meter, 7 Meter Clip. So. Abstellen. Nächste. Köder Grasfrosch. Als zweite Aufgrund. Als Clip nehme ich jetzt hier mal. Dazu müsste ich natürlich mal die Route nehmen. Ich klippe nämlich jetzt hier mal 8 Meter. Ein Gefühl. Ohne besonderen Grund. So, ablegen. Und als dritte. Eigentlich eine Anfängerstippe, hat 7 Kilo Tragkraft. Dort habe ich eine 7,7 Kilo Schnur drauf. Natürlich höher als die Tragkraft der Stippe, nehme ich aber in Kauf. Hier jetzt eine Leuchtpose. 7,2 Vorfach, 8er Haken, Tauwurm. Um zu minimieren, packe ich jetzt hier 20 cm 5,4 Vorfach drauf. Das heißt, schwächste Teil ist hier demnach dann das Vorfach. Köder ist Tauwurm. So, Wassertiefe oder Hosentiefe.
gehe hier auch mal auf, ich gehe mal hier auf 1,70 Meter. Stippe 7 Meter. Ja, das ist deutlich zu weit. So, 55% ausgeworfen. Mal gucken, was die Pose macht. Nicht viel. Die liegt. 1,70 Meter. Also gehen wir mal deutlich tiefer. Nicht deutlich, sondern 10 cm tiefer. 1,60. Grundberührung, wie man sieht. Aber die Pose legt sich. Also gehe ich auf 1,50 Meter. Ausgeworfen wieder so in etwa den Bereich. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt hinstellt. Ja, so halbwegs. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Das lasse ich so. Anrute zu nah. Gut, gehe ich ein kleines Stück rüber, wenn du meinst. So. Will ich das Ganze auch noch platzieren. So, als Route 1 nehme ich dann hier die Match. Als 2 Wasch. Und als 3 hier die Stippe mit Taubwurm. So, also Versuch, Matchroute, Posenroute. Wie man sieht, die Leuchtpose liegt etwas schräg. Wollen wir sehen, das heißt, der Köder, der Taubwurm, liegt demnach auf Grund. Wollen wir sehen, was passiert, wenn ein Fisch rangeht, was ich hoffe. Und in der Mitte, wie gesagt, Frosch. So, lassen wir uns einfach mal überraschen, was geht oder was nicht geht. Gucken wir mal kurz in den Chat. Siehst du? Auf A jetzt hier 21 Spieler. So, ich sehe, der erste Aal 1,2 Kilo. Gelandet oberhalb auch noch 1,3 Kilo. Also Aal scheint hier momentan zu laufen und das werden gefangen. Mal sehen, ob ich dabei bin. Letzte Nacht war gut. Gut, 0 Uhr 39, 13,8 Grad. Eigentlich noch ein bisschen zu warm für Aal. 13,7. So, ich denke mal so ab 12 Grad könnte es interessant werden. Also mit Stippe war ich also hier auch noch nicht auf Aal. Premiere, auch die Leuchtpose eigentlich gut zu sehen. Ich nehme mal das Licht weg. Jetzt sieht man sie, einmal die Wecklerpose eigentlich recht deutlich, deshalb habe ich die auch gewählt, weil sie auch jetzt hier nachts beim Ahnenangeln gut zu sehen ist. Wie man sieht, rechts der rote Punkt, Leuchtpose. Echt gut zu sehen. Ist auch eine Premiere mit der Leuchtpose, habe ich mir gekauft, war auch gar nicht teuer. Um einfach mal auszuprobieren, Leuchtpose, Nachtangeln auf Aal. In der Realität kennt ihr das, Art Knicklicht. So, wollen wir mal sehen, ob meine Idee und Berechnung hier also aufgehen. Ich würde sagen, damit es nicht so langweilig wird beim Zugucken, schalte ich einfach mal rein, wenn eine der beiden Posen anfängt zu tanzen. Okay, bis gleich. Ja, hallo. Was kann ich nicht? Ja, falschen Knopf gedrückt. Hört nicht aus. So, was haben wir hier? Oh. Auch schön. Also. Kurz den Zwischenstand bei der Versuchsanordnung, die ich euch gezeigt hatte, hatte ich leider die ganze Nacht über keinen Biss. Habe also dann geändert und nächste Nacht abgewartet, um euch irgendein Ergebnis präsentieren zu können. Denn ohne Bisse macht so ein Video oder ohne Fisch macht so ein Video also wenig Sinn. Ach, guckt an, shit.
1,3, 4,1. Nicht schlecht. Und habe dann also den Versuchsablauf etwas geändert. Diese Route hier, gucken wir kurz rein, ist dann also auch bestückt mit Tauwurm. Das heißt, um auch einen entsprechenden Vergleich anzustellen, haben wir jetzt hier also drei Routen mit Tauwurm. Links die Match, in der Mitte die Grundroute und rechts die Steppe. Da tut sich was, zumindest zuppelt. Zuppeln deutet aber nicht auf den Aal hin. Siehst du, auf Frosch, ja. Super, jetzt habe ich natürlich Tauwurm gegen Frosch getauscht. Ja, wie man es macht, ist verkehrt. So, hier tut sich offensichtlich was. Ich nehme mal die Route vorsichtig in die Hand. Ja, aber so wie es zuppelt, ist das wohl kein Aal. Nehmen wir auf jeden Fall, stellen wir die mal wieder hin. Gehen wir auf die 1, denn die ist nicht weg. Stellen wir wieder hin. Ja, zuppeln auch weg. Toll. Wieder etwas, wo ich nichts mit anfangen kann, soll heißen, wo ich euch nichts zeigen kann. Also, Geduld ist angesagt. So. Ist er? Also die Frage, du fängst schon die ganze Zeit auf Frosch, ja. Ist er? Tagsüber Frösche angeln, nachts Aale. Ja, so kann es auch gehen, wenn man Glück hat. Wie gesagt, ich habe es einen Frosch probiert, bei mir kein Biss. Ist also schon unterschiedlich. Mal hat man Glück, mal nicht. Hier sieht es eigentlich auch nicht gut aus. Denn bis jetzt tut sich bei mir eigentlich gar nichts. Und wenn ich hier einen Schritt mal gucke, sind hier 28 Spieler. Aber wenig Anzeigen über Fänge. Also ist wohl bisher noch ruhig. Siehst du, der nächste 1,2. Wieder der gleiche nette Teilnehmer. Offensichtlich wieder mal auf Frosch. Also habe ich wieder was verkehrt gemacht. Ich hätte Frosch nehmen sollen. Habe ich aber nicht. Jetzt bleibe ich auch bei Tauwurm. Weil ich hier eigentlich den Vergleich für mich selber anstellen wollte, wie sieht es denn aus mit den drei unterschiedlichen Angelarten. Wisst ihr, gibt der Kollege auch gleich noch einen Tipp, wo die Frösche zu fangen sind, Moskitosee. Ja, geht auch. Ja, was gibt es noch zu berichten? Eigentlich wenig. Letzten Tage habe ich eine ganze Menge rumprobiert. Mal auf Brasse, mal ein bisschen auf Stippe, aber eigentlich nichts Besonderes. Gut, Brasse war ein Spot, lief ganz gut. Aber ansonsten ist momentan wenig. Meine Hoffnung ist jetzt hier ein bisschen auf Aal. Ich angle eigentlich sehr gerne hier auf Aal, auch wenn es ein bisschen mühselig ist und die Bissfrequenz also entsprechend gering ist. Aber wenn man Aale möchte und auch welche bekommt, gibt es A, gut Silber und B natürlich auch schöne Punkte. So, warten wir also mal ab, was sich so tut. Und wenn mich mein Auge nicht trübt, ach, trübt mich, 1,9 Meter, das könnte also auch Wind sein. Ich hatte gedacht, auf 1 tut sich was, aber wenn man oben rechts guckt, haben wir 1,9 Meter Wind. Ist also überhaupt noch nicht kritisch. Hier nächste Aal 1,4. Auch nicht schlecht. Aber man darf nicht vergessen, hier stehen jetzt immerhin 29 Spieler. Also noch nicht die Riesenausbeute. Aber 11,2 Grad, 2 Uhr nachts. Jetzt könnte es langsam losgehen. So, wie man sieht, die Leuchtpose verschwindet. Nehmen mal die Route in die Hand. Taucht unter. Das reicht aber noch nicht. Bevor er mir weiter aber ganz abzieht. So, jetzt setze ich meinen Anschlag. Jawohl. Das dürfte kein Aal sein. Oder?
Das ist einmal. So, komm her. War ein freundlicher Fisch. Ja, ich muss schon zurückgehen. Scheiße. Noch ein Stück. Gibt es denn sowas? Muss ich ihn tatsächlich an Land ziehen? Ja, was denn jetzt? Da muss jetzt viel ich auch noch. Gibt es denn das? Also, ziehen wir ihn einfach auf Land. Es nützt ja nichts. Vorwärtsbewegung. Ja. Siehste, es klappt. 2,5 Kilo, wunderbar, auf Stippe. Bringt sogar noch irgendwas am Dings. Also, wie man sieht, auf Stippe funktioniert es auch. Natürlich toller Vorführeffekt. 2,5 Kilo Aal auf Stippe. Wunderbar. Auf jeden Fall hat sich dann das Video gelohnt. Letzte Nacht war null. Jetzt kann ich euch wenigstens, wenn auch bei einer sehr umständlichen Landung, zeigen, dass man hier so auch mit Stippe Aal fangen kann. Ein wunderbares Ergebnis. So, ich angel hier also mal munter weiter. In der Hoffnung, auch den einen oder anderen zu kriegen. Ihr wisst jetzt in etwa, wie es geht. Wie man sich auch etwas dumm beim Landen von Fischen anstellen kann. Wenn gar nichts mehr geht, habt ihr gesehen, einfach rückwärts, soweit es geht, an Land ziehen und dann hinlaufen. Auch dann gilt er als gelandet und wird entsprechend angezeigt. So, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ihr seht also, hier auf Pose kann man muss ein bisschen mit der Tiefe rumspielen, ähnlich wie beim Grundangeln mit Haken, Vorfächern und dergleichen mehr. Aber es funktioniert. Also, viel Spaß, wenn ihr Lust habt beim Nachtmachen. Und wir sehen uns im oder beim nächsten Video. Bis dann.